sitzt du in diesem Auto, dann riechst du die ganze Zeit Benzin, abgebranntes Gummi, das kommt ja alles rein, dann Vollstoff, dann die Gurte, die dich reinpressen, der Kopf, der nach vorne will beim Anbremsen, der aber dann nicht darf, dann ab in die Kurve, die Seite, die sich beschleunigt. Einfach, wie soll ich sagen, kann man nicht beschreiben, muss man gemacht haben. Am schlimmsten ist es wirklich, wenn man in die Einführungsrunde fährt und dann wartet, bis die Ampel auf grün wird, da geht der Puls bestimmt auf 170, 180 hoch. Wir schauen auf die Ampel, die auf rot geschaltet ist. Selten war der Rennsport so populär und für ein breites Publikum realisierbar wie heute. Gemäß diesem Trend verstärkte Volkswagen im Jahr 2000 sein Engagement im Rennsport. Mit der Umbenennung von Volkswagen Motorsport in Volkswagen Racing wurde ein weiteres Zeichen gesetzt, die Rennsportdivision zu internationalisieren. Die Förderung junger Talente wird ganz groß geschrieben. Die absolute Chancengleichheit der Fahrzeuge stellt sicher, dass das größte Talent gewinnt. Erklärtes Ziel ist, die Einstiegskosten so gering wie möglich zu halten. Mit den Serien des Lupo oder New Beetle Cups ist einem breiten Personenkreis die Möglichkeit gegeben, in den Profi-Rennsport einzusteigen. Fahrer zwischen 17 und 24 Jahren, darunter dieses Mal 17 Neueinsteiger, heizten beim diesjährigen Renngeschehen gehörig ein. Im ADAC Volkswagen Lupo Cup. Ein 1,6 Liter 16V Serienmotor, 125 PS bei nur 840 Kilo, Rennslicks und Sportfahrwerk. Das ist Rennpower pur. Der Luftdruck und der Sitz dürfen persönlich eingestellt werden. Damit die Fahrer Profi-like mit Sponsoren und Presse umgehen können, ist eine Rhetorikschulung Teil des umfassenden Trainings. Die Sponsoren helfen mir da tatkräftig wirklich, weil ich denke mal, ohne Sponsoren geht gar nichts im Motorsport. Wenn man sieht, dass es da direkt in sechsstellige Zahlen geht, wenn man weitermachen will, also da brauchen wir schon Sponsoren, die auch Motorsport begeistert sind und einem da unterstützen. Chris Nissen, selbst Rennfahrer in der DTM, ist Instruktor der Nachwuchsförderung von Volkswagen. Er sorgt dafür, dass aus den Rennnovizen in Kürze blitzende Profis werden. Rückwärtsfahren ist hier verboten. Das ist der Beweis. Gute Fahrer halten selbst mit freiwilligem Ballast locker mit. Den Lupo Cup 2000 gewann Björn Felix Hansen. Er sammelte stets vorne platziert genügend Punkte, die zum Gesamtsieg reichten. Titelanwärter Tim Mende wurde nach unglücklichem Ausfall im letzten Lauf nur Zweiter. Lifestyle auf der Rennstrecke. Ob Teil der DTM-Renntage oder im Vorprogramm der Formel 1 wie hier in Montreal. Der runde Retro-Schönling fällt auf. Der New Beetle Cup läuft in seinem zweiten Jahr. Die V6-Maschine des New Beetle macht richtig an.
Dieser Wagen hat's in sich. Sein Steckbrief, ein 2,8 Liter V6 mit 4-Ventiltechnik. Die 204 PS und ein hohes Drehmoment werden über das 6-Gang-Renngetriebe in den Asphalt gebohrt. Mit Seitenaufprallschutz, Renn-ABS, Überrollbügel und Fahrerairbag sind Bauteile eingesetzt, die im modernen Rennsport für maximale Sicherheit sorgen. Und das Fahrwerk? Das Auto hat ein Fahrverhalten, was sehr, sehr gut ist. Er ist ein bisschen neutraler als der Lupo. Das kann man auch verantworten, dass der ab und zu mit dem Heck kommt, weil das Auto hat einen längeren Radstand, ist breiter, hat ganz dicke, schöne Räder. Okay, Allzeit, gute Fahrt! Interessant wird es im New Beetle Cup durch die zunehmende Beteiligung von Promis unter den Fahrern. Neben Frankie, dem Morgenman, ankommen ist das Ziel! Bekannter Moderator bei Radio FFN ist auch Smudo dabei. Der Frontmann der Fantastischen Vier schlägt sich mit Rängen um Platz 10 recht gut. Den Cup-Sieg holte sich nach einem gegen Ende sehr spannenden Saisonverlauf Thomas Braumüller vor Pontus Mörd und Patrick Michels. Rennbegleitend beim Volkswagen Lupo und New Beetle Cup ist immer die Volkswagen City. Spannende Überraschungen sorgen dafür, dass das Ganze ein richtiges Happening wird. Moderiertes Programm, Kinderecke, ein super Buffet, Übertragung der aktuellen Rennen auf die Großbildleinwand, die neuesten Modelle in der Show, alle Rennfahrzeuge zum Greifen nah, hier geht's rund. Zum Autogramm sind nicht nur die Promifahrer, sondern immer wieder auch geladene Gäste bereit. Dieses Autogrammposter mit allen Spielern des VfL Wolfsburg sorgt heute für rege Beschäftigung unter den Gästen. Formelklasse mit bezahlbarer Serientechnik, Monoposto, Aerodynamik und Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h aus 1,4 Litern Hubraum. Das ist die Formel König. Die 120 PS 16 V-Maschine stammt aus der Serie. Und auch hier gilt, gleiche Chancen für alle und konsequente Nachwuchsförderung von Anfang an. Nach 8 Rennen hatte Bernhard Auinger mit seinem Gesamtsieg den Löwenanteil an den 200.000 D-Mark Preisgeld. Sport ging Volkswagen mit dem Golf 4 Kit Car ins Rennen. Seine Daten, ein 20V 2-Liter Sauger mit 269 PS, sequenzielles 6-Gang-Getriebe und Frontantrieb. Bei der British Rally Championship fuhren Tapio Laukkanen und Kai Lindström immer erfolgreich an der Spitze mit. Bei der schottischen Rallye erzielten die beiden Volkswagen-Fahrer den ersten Platz. Kämpften Jan Havich und Douglas Jard um den Sieg. Nach hart umkämpfter Saison lag das Endergebnis bei Platz 2.
Alles in allem war die Rennsaison 2000 wieder sehr spannend. Viele neue Gesichter konnte man hinterm Lenkrad entdecken und Volkswagen sieht sein Engagement im Rennsport durchweg bestätigt. Freuen wir uns auf eine neue, atemberaubende Saison 2001. Dann sitzt du in diesem Auto, dann riechst du die ganze Zeit Benzin, abgebranntes Gummi, das kommt ja alles rein, dann Vollstoff, dann die Gurte, die dich reinpressen, der Kopf, der nach vorne will beim Anbremsen, der aber dann nicht darf, dann ab in die Kurve, die Seite, die sich beschleunigt. Einfach, wie soll ich sagen, kann man nicht beschreiben, muss man gemacht haben. Am schlimmsten ist es wirklich, wenn man in die Einführungsrunde fährt und dann wartet, bis die Ampel auf grün wird, da geht der Puls bestimmt auf 170, 180 hoch.